Jo, dann wollen wir mal tanzen gehen. Und ja, wie es in den Kommentaren schon geschrieben wurde, eigentlich dürfte das ja echt gar kein Problem sein hier im Toro-Modus. Ich meine, wir können ja dreimal so schnell laufen, gefühlt. Yeah, Dance. Dance. Revolution. Ich glaube, weiter hinten macht mehr Sinn, hat man mehr Zeit zum Ausweichen. Aber es ist doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Wie haben wir das damals bloß hingekriegt? X, 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 X. Ah! Himmelarsch und. Ah, ich dachte schon, was passiert denn jetzt? Warum geht's nicht weiter? Was haben wir hier? Wir haben Chitin-Schuhe. Und keinen Platz im Rucksack. Das werden wir ändern müssen, denn die hätte ich schon ganz gerne mit dabei. Glasflaschen. Ah, die werden wir garantiert irgendwann brauchen, die ganzen Glasflaschen. Also ich denke mal, bei der Kämpferprüfung werden wir den ganzen Rucksack davon voll brauchen, damit wir das immer durchgehend spammen können. Das heißt, wir sind jetzt auf dieser Etage vollkommen fertig. Bleiben noch die ganzen Rätsel, die ich übersehen habe. So, da wollen wir nicht runter, aber wir können hier ein paar Sachen deponieren für später. So. Den Dolch brauchen wir gar nicht. Die Boots of Valor können wir auch hier lassen. Die brauche ich ja nur für den Erfolg später. Genauso wie die Schuhe. Das kommt schön mit. Die Kiste selbst könnte hier bleiben. Und die Kräuter haben wir bestimmt oben irgendwo im Depot. Und wir sollten das Amulett mal wieder wechseln, wegen den Erfahrungspunkten. Okay, schnellster Weg zurück. In Gewirr hier einfach falsch reinlaufen. Also bei dieser Shadow Maze, wenn man da ans Licht trat, wurde man ja zum Eingang teleportiert. Das klingt nach einem guten Plan. Oh, jetzt müssen wir nur rausfinden, wo die Shadow Maze war. Das ist ja ein ganz schöner Weg gewesen. Aber gut, ich habe auf meiner Liste noch stehen, einmal das Westmost-Rätsel, das über mehrere Ebenen sein soll. Also wahrscheinlich eine Fallgrube. Und in dem Raum von dem Oger soll noch was sein. Und in den Hallen des Feuers und die Sequentis. Ich glaube, das war der Blitzableiter. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall war der Raum markiert. Also da stand wirklich so eine goldene Schrift mit Sequentis oder Sequenzis. Und da müssen wir mal weiterschauen. Und ich bin falsch gelaufen. Wie kommen wir denn da hin? Ah, da hinten. Ach ja, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Also hier. Ja, schaut gut aus. Ah, hier waren noch irgendwelche Spinnen gewesen, oder? Und wieder falsch. So, jetzt aber. Also, hier war die Maze of Shadows. Da geht's hoch. Ja, der Einsturz war am Weg gewesen. Hier unten war irgendwo der Teleporter. Das haben wir auch alles gemacht. Nö. Was war hier unten mit den Türen? Das Secret haben wir auch geschafft. Das war das mit der Zugluft. Ja, das fehlt also auch nicht mehr. Schön, schön. Wir haben echt überall viel zu viele Rumpelkammern. Das wird später irgendwann echt eine ganze Folge, wo ich nur die Sachen aussortiere. So, was haben wir hier? Wir haben keinen Schlüssel über. Irgendwo war hier, glaube ich, schon der goldene Schriftzug. Sequences. In den Kommentaren stand hier, der Sequenz ist gar nicht gemacht. Ah, das Ding war das, okay. Wie konnte ich das übersehen? Okay, hier sind wir angefangen.
Spore Schnecke. Jetzt müssen wir jedes Mal einmal ganz gut teleportieren, bis wir sie wieder hauen können. Hier wird sich auch wundern, was los ist. So. Einmal Schneckenfleisch. Weg mit dir. Oh, wir könnten ein wenig Licht gebrauchen. Zack. Was machst du jetzt? Bestimmt irgendwo... Den Knopf hatten wir schon gedrückt. Das war der Eingang. Ich laufe mal rückwärts rein. Da war nämlich gleich noch ein Weg. Aha. Eine Killerkrabbe. Und jede Menge Platz zum Ausweichen. So muss das sein. Das Einzige, was das Ganze jetzt noch besser machen würde, wäre, wenn man um einen blauen Kristall herumlaufen könnte. So, und da haben wir einen Schlüssel. Der wird bestimmt für die Zahnradtür sein. Das heißt, das Secret bekommen wir gleich auch. So weit läuft das Nachholen eigentlich ganz gut. Zing. Ein runder Schlüssel. Na gut, gucken wir nochmal ganz kurz hier nach irgendwelchen Schaltern. Denn es kam ja doch schon mehrfach vor, dass ein Secret im Secret versteckt war. Und teilweise noch ein Secret im Secret im Secret. Aber das schaut hier nicht so aus. Also, raus. Wieder raus. War da noch was? Also es gab einen Abstecher, wo das Gesicht war und daneben war ein Schalter. Wenn man den Schalter drückte, kam die Giftwolke. Es gab einmal diesen Ausgang, es gab den Ausgang bei der Krabbe und es gab den Ausgang bei dem Schalter. Das heißt, wenn man viermal teleportiert wird, endet man wieder hier. Gucken wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, tut man. Also haben wir nichts verpasst. Schön, schön. So, da unten ist die Tür. Gucken wir mal. Tada, Chitinrüstung. Brauchen wir nicht, aber den Secret brauchen wir. So, nächstes. In der Halle des Feuers soll etwas sein. Das ist hier unten. Und ich nehme einfach mal an, dass es mit dem Westmost Rätsel zu tun hat. Das heißt, wir suchen uns jetzt die Westmost Fallgrube raus und springen da einfach runter. Und hier bei dem Oger war entweder noch ein Schalter oder wir hatten das schon gemacht und da war der Orb drin. Da war ich mir halt nicht sicher. Auch wenn ich eventuell darauf schon einen Kommentar bekommen hatte. Also, ob ich das schon gemacht habe oder nicht. Aber daran kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Asche auf mein Haupt. So, Ding. Aber so oder so schadet es nicht, wenn wir hier einmal alles abklappern. Sind ja alles Erfahrungspunkte. Ich nehme jetzt erstmal diesen komischen Knubbel hier vor auf der Karte. Also das da. Aber hier scheint kein Schalter zu sein. Na gut, nächster Knubbel, das da. Ein Kraut gegen Durchfall. Aber kein Schalter. Okay. Also den Knubbel haben wir. Dann gehen wir einfach mal da hin und gehen von da aus einmal rechts an der Wand lang. Und checken alles nach Schaltern. Du bist unser Gefangener jetzt. Genau wie der unter uns. Also der Würfel. Hier ist der Walkabout, den haben wir auch schon gemacht. Was haben wir hier? Was war hier? Ach, hier waren Spinnen. Können wir also auch ignorieren. Da ging es hoch. Da können wir auch gleich mal lang gehen. Hier ist die Hall of Fire, da wollen wir gleich rein. Und ich höre schon wieder was. Es wird noch eine Krabbe sein. Und ich höre hier einen blauen Kristall. Oder irgendwas anderes dröhnen. Ah ja, es ist der, den ich mal wieder nicht eingezeichnet habe. Das holen wir doch mal fix nach. So.
Aber wir wollten schön weiter rechts an der Wand lang gehen und nach Schaltern suchen. Ah, irgendwo geht irgendwas auf. Da. Warum bist du so schnell wieder zugegangen? Ach, das haben wir schon gemacht. Schade. Ja, hier war der Orb drin. Hm. Na gut, da sind wir einmal jetzt außenrum. Wir haben die Knubbel gemacht. Also ist hier drin kein Schalter mehr. Außer ich übersehe irgendwo wieder irgendwas. Aber dann einfach schreien. Also in den Kommentaren schreien. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in die Hallen des Feuers. Und suchen da uns eine Grube zum Runterstürzen. Hallen des Feuers. Sehr schön. Ja, es war hier rum, glaube ich. Nein, das war falsch. Da waren wir noch lange nicht hin. So, wo stehe ich? So stehe ich. Ja, die Kriegerprüfung muss nicht so wirklich sein. Also ich denke schon, dass wir sie jetzt schaffen könnten, wenn wir genug Ressourcen verschwenden. Aber das will ich nicht. So, Talk an. Wie viel sind's? Eins. Zwei anscheinend. Ting, ting. Dein Kumpel kommt nicht. Sehr schön. 197. Ja, so ein Axtkämpfer hat schon was. Obwohl, wenn wir später 50 in dem Skill haben, werden wir richtig coole Treffer damit landen. So, hier hatten wir schon ein Secret gefunden. Das ist okay. Und jetzt haben wir hier zwei Fallgruben, die Westmosts wären. Dann landen wir aber doch wahrscheinlich hier. Weil wir eine Ebene weiter runterfallen. Und wir wollen eigentlich wo landen? Irgendwo da. Also müssten wir auf Ebene 4 runterspringen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, das war ein grandioser Denkfehler meinerseits. Ich dachte, ich könnte eine Ebene nach oben springen durch eine Fallgrube. Aber wo wir gerade mal hier sind, können wir es einfach mal testen. Goldenes Grab. Oh. Okay, es war nicht das, was ich haben wollte. Aber ist auch ganz schick. Ups. Das ist gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ah. Grummel. Wenigstens haben wir zwischendurch den blauen Kristall angetatscht. Mann. Also, wir haben ja eh recht viel Zeit damit verschwendet, in Anführungszeichen den Schalter zu suchen. Das können wir jetzt sparen. Und die Tür haben wir schon aufgemacht. Das heißt, wir gehen einfach wieder in die Hallen des Feuers. Springen wieder in die Westmost-Fallgrube rein. Und diesmal versuchen wir einfach nicht zu sterben. Das machen wir, wenn wir eine Eisbombe benutzen. Davon haben wir inzwischen hier jede Menge. Ja, hier. Vorher sollten wir doch noch kurz das Schild in die Hand nehmen und das Teil anlegen. Eigentlich können wir auch einfach an den vorbeilaufen, oder? Naja, sind Erfahrungspunkte. Ting. Und die gehen ja doch recht schnell inzwischen. Da bist du. Ting. Nummer 1. Nummer 2. Hier war das. So, schlafen wir vorher nochmal. Und dann machen wir gleich einen kleinen Cut und schlafen erstmal. Denn die Krabbe war ja doch recht garstig. Also schlafen nicht mehr, das tun wir jetzt ja gerade. Ich meine natürlich einen Cut und speichern. Wir sind bei LP 021 und bis gleich.